Hast du jemals von dem Reizdarmsyndrom oder auch IBS genannt gehört und dich gefragt, was genau dahinter steckt? Heute tauchen wir tief in dieses Thema ein und erforschen, wie es unser Verdauungssystem beeinflusst. Nummer 1. Was passiert bei Reizdarmsyndrom? Das Reizdarmsyndrom beeinträchtigt unseren Dickdarm und kann eine Reihe von Symptomen verursachen. Dazu gehören Durchfall, Verstopfung, Bauchkrämpfe, Blähungen und Gas. Interessanterweise kann der Stuhl bei IBS-Patienten entweder zu dünn oder zu hart sein, je nachdem, wie schnell oder langsam die Peristaltik im Darm abläuft. Nummer 2. Ursachen des Reizdarmsyndroms. Die genauen Ursachen von IBS sind vielfältig und können von Problemen mit den Nerven, die die Darmmuskulatur steuern, bis hin zu Stress, Angst, ungewöhnlichen Essgewohnheiten und Darminfektion reichen. Es ist wichtig, die spezifische Ursache zu identifizieren, um eine effektive Behandlung zu gewährleisten. Nummer 3. Diagnose und Behandlung. Die Diagnose von IBS beginnt mit der Identifizierung der Ursache. Wenn Stress ein Auslöser ist, wird eine Behandlung zur Stressreduktion empfohlen. Bei ungesunden Essgewohnheiten wird eine Ernährungsumstellung vorgeschlagen, insbesondere der Verzehr von ballaststoffreichen Lebensmitteln. Medikamente können auch verabreicht werden, um die Darmbewegungen zu regulieren und die Symptome zu lindern. Nummer 4. Lebensqualität verbessern. Die richtige Behandlung von IBS kann dazu beitragen, die Lebensqualität der Betroffenen erheblich zu verbessern. Es ist daher entscheidend, bei anhaltenden Verdauungsproblemen einen Arzt aufzusuchen und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Was denkst du über das Reizdarmsyndrom? Hast du oder jemand, den du kennst, Erfahrungen damit gemacht? Teile deine Gedanken und Tipps in den Kommentaren, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um kein Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und bleib gesund!